So, dann sag ich doch mal. Bitte schön. Merci. Voll vergurkst. Ich würde sagen, wir holen das nochmal. Dann sagen wir mal hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Zusammen mit der Tana, der Alexis, der Ivy. Hallo. Den Kuga. Der ist hi, hi. Der ist noch auf dem Pott, der ist am Leerbar. Der ist am What? What? Ja, hast du doch gesagt. Ja, leer, Rucksack leer machen. Ach so. Ja, ich meine. Nicht Darm leer machen. So. Geht er doch. Guck hier, hier hüpft es. Da hüpft es, genau, das Stück. Der mit seinen roten Boxershorts hier. Die haben ja super Klamotten an. Guck mal, das sieht aus wie so eine Herrenunterhose, was du da trägst. Und wir wollten zum Händler. Haben wir alles mit? Ja. Also ihr habt die ganzen Sachen von wegen ihr Tokens und Kieselmond, ne? Nö, ich hab gesagt, ich lass meinen Rucksack leer. Das ist doch nicht zu fassen. Ihr habt gesagt, ihr packt euch das Zeug ein und ich habe gesagt, okay, dann bleib ich leer, damit ich looten kann unterwegs. Ja, und ich habe extra gesagt, sag mir Bescheid, was ich mitnehmen soll. Ja, das Geld um die Token habe ich doch gesagt. Du hörst ja, wer die hübsche Frau. Nein, hast du mir nicht gesagt. Ich hab alles, hast du gesagt. Ja, ja und ja. Oh nein, ey, scheiße. Bitte. Ja, ich glaube, sie ist runtergeplumpst. Ja, ich werde jetzt sterben, weil ich krieg die Dinger hier nicht gesetzt. Fuck. Ich denke, wir sollten hingehen und die Hand behalten. Ein bisschen Beistand. Ah, oh, leck mich doch, ey. Ah, da Kopf hoch, wir sind alle schon mal gestorben. Das war so eine Rotze. Hui! Geh trotzdem lieber rein. Also, das ist mir zu. Also, nee. Sich retten können. Ja, ich habe mich jetzt selber gerettet. Aber du kommst hier nicht hoch, weil hier sind die Reavers über dir. Du musst nach außen dich buddeln. Ich buddel mich nach vorne. Was meinst du, was ich gerade mache? Ah, okay, das sieht man hier so schlecht aus der Perspektive. Das sah so aus, als ob du nach oben wolltest. Ich bin zwar blond, aber nicht blöd. Also wirklich. Mann. Ich will nach oben. So, jetzt hoffen wir mal das Ganze ohne Leck, damit wir nicht wieder runterstürzen. Obwohl, da vorne sind keine Spikes mehr, also von daher. Kommt schon mal, wir können anfeuern. Ach, du hast ja schon gesetzt. Ja, er hat schon gesetzt. Die waren schon. So, jetzt muss ich mir erstmal heilen. Die ganzen Tokens und den ganzen Rennstaffeln. Das passt alles unnötig Zeit gerade. Aber warte, wenn er Zuba gerade hier ist, ich hab ja noch, ich pack hier, ne, in die Workbench. Hä? Pack ich noch die Geldscheine rein, die ich gerade gelootet hab. Okay. So. Hab das hier aus der Ramschkiste rausgesammelt, was da drin war? Warum bin ich denn jetzt zurückgelaufen, wenn du alles genommen hast? Yes. Eigentlich war ja nicht geplant, dass ich zurücklaufe. Ja, warum läufst du denn zurück? Wollt ihr mich verarschen? Pass mal, ich leg das hier mal rein. So, und wollt ihr mich verarschen? Hier, in der Mitte. In der mittleren Kiste ist ein ganzer Krams drin. Alter. Nimmst das mit? Ich bin mal produktiv und schlag mal einen Baum. Gib gleich Orla schnell, ich sag's euch. Böser Baum, Schlachtenbaum, böser Baum. Mann. Ja, wie herrlich. So. Alter. Möge dich ein Hund beim Schitten treffen, du. Wie? Ich erinnere mich. Ihr lauft auch gerade einer rechts und einer links, ne? Es ist Hundetag, da könnte ich ja eigentlich mal meinen Freund Schrotze in den Rucksack nehmen, ne? Im Gürtel meine ich. Ich habe meinen auch so ziemlich. Warum läuft einer von euch nach rechts hoch und einer nach links weg? Ja, weil ich den Weg nicht wusste und einfach gelaufen bin, wo Bäume waren. Okay, weil ich weiß ja nicht wohin. Das ist für mich natürlich jetzt sehr dumm, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Okay, wir bleiben zusammen. Wir bilden ein Team. Wir wollen jetzt zum Händler, ne?
Ja. Ja, dann brauche ich ja nur auf den Punkt da gucken. Da unten läuft ein Zombie zu, wa? War nix. Der kann ruhig da laufen. Der hat heute mal Ausgang. Rechts ist auch ein Zombie. Boah, hau ab hier. Die vertreten sich die Beine. Bin viel mehr gespannt auf die anderen. Auf welche anderen? Die Beinigen. Das ist ein Bär. Sollten wir nicht so mit spielen. Und ein Zombie. Und von rechts kommt auch ein Zombie. Also wir sind ja weit gekommen, ne? Den hätte Zoval nicht gesehen. Ja, aber mit dem Bären drin sollen wir eigentlich nicht spielen. Echt? Ich glaube, wir könnten spielen mit ihm. Aber der nicht alleine. Ja, nee, der nimmt zu viel Platz weg. Achso, der ist ja ein Bär. Ja. Seid ihr denn jetzt? Großer, breiter Bär. Boah, wie geht's? Ach, da hinten sind sie. Hm? Wo ist könnte Zoval so was von... Ey, der steht auf dem Vogelnest und lootet's nicht, ey. Alter! Ja, ihr seid ja auch am Vogelnest vorbeigelaufen. Ich hab auch ja das Vogelnest markiert für dich. Ach so! Ja. Du hast dich jetzt gut gerettet. Da kannst du mal sehen. So. Ja, mein Freund. Du bleibst da. Da verschwende ich jetzt keine Munition für. Geht gar nicht los. War ich das jetzt der Knurrt oder war das ein Hund? Ich hoffe, das warst du. Ich hoffe auch. Aber du hast gerade gegessen. Eigentlich dürftest du gar nicht knurren. Nee, eigentlich nicht. Und die haben wieder ein Netz vergessen. Ah. Ich bin ja Kilometer hinter euch. Ich kann ja dann das looten, was ihr vergesst. Ich wollte gerade sagen, ich sehe Tana überhaupt nicht hier so bei mir im Umkreis. Nee, Tana ist ganz weit hinter euch und kriegt die ganzen Zombies hier ab. Hau ab, du Spaten! Mit dir will ich jetzt nicht spielen. Ich geh mit den Jungs spielen. Los. Spaten? Das war, glaube ich, ein Zombie, den du gerade gehört hast. Das kann sein. Also ich habe viel Nester hinter euch gelootet. Sollen wir jetzt durch das zerstörte Biom gehen oder sollen wir drum rumlaufen? Ja, wir können ja erstmal an dem Wüstenrand entlang laufen. Ist eine gute Idee. Nix. Und immer schön Yucca und Aloe aufnehmen. Nein. Oh, die Sau schreit aber. Dann kann ich nicht hin. Ja, ist doch egal, die schreit trotzdem. Oh, nicht die Beine brechen, nicht die Beine brechen. Hat auch gerade dieses. Oh oh. Ja, ja, dieses. Oh, bloß nicht, nein. Das wäre jetzt noch ein. Was fehlt jetzt noch? Ja. Mit der Paranoid, ich höre überall was. Oh. Ja. Da krabbelt einer auf Kuga zu. Mach's alleine. Ich noch. Ja. Da ist Hütte, sind wir da schon gewesen? Da ist Kaffee. Nee, haben wir ja nicht, aber das lass mal. Die haben wir wissen gesehen. Wir gehen. Yucca, Yucca. Adi aus. Yucca. Nest. Nest. Vogelnest. Siehst du genau mit. Nest. Ich komme hier überhaupt nicht vorwärts, Kuga. Yucca. Ja, das Looten nimmt dir schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Wo bist du? Wo bist du? Ich habe gerade einen Zombie gehört. Wie weit ist der auch das? Aber die Straße ist, die führt dahin. Können uns echt auf der Straße mal halten? Das müsste funktionieren. Oh, da ist ein Nest. Zwei Nester. Oje, oje. Wo seid ihr? Da ganz hinten. Links von dir ein Nest. Oh, Nest. Ich hoffe mal. Keine Hunde. Das ist Schwester. Lass die Schwester Schwester sein. Hm. Ne? Ja, ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Warte mal. Wenn wir dann angekommen sind, Kuga, gebe ich dir dann meinen Krempel auch. Und für das nicht so. Wieso mir? Weil du die leerste Tasche von uns allen hast, glaube ich.
Ich habe 0 Plätze frei aktuell. Das ist viel. Weil ich die ganzen Müllsäcke auflute, an denen Zuma vorbeirennt. Ne, ich loote ja auch. Gibt's hier, hier ist übrigens, hier, da, hier, Geld, Geld und Blei. Warte, ich versuch grad die Schnecke hier zu. Alter, Perle! Was haben wir hier? Vogelfeder. Alter, jetzt treff nicht. Denke mal. Ich treff nicht. Vogelfedern. Setzen wir. Stirb doch einfach. Warum eiert die denn so rum? Boah, ich treff die so nicht. Hinter dir, Kuka, Kuka, hinter dir. Wow! Aua. Ich komm nicht weg. Ich hab dir mal in den Arsch geschossen. Vorsicht, da kommt noch die Krankenschwester. Eieiei, danke. Krankenschwester hinter dir. Vitamine. Und ein bisschen Kohle. So, die sind beide tot. Jetzt ist die Schwester noch. Zack. Ich trau dem Frieden nicht. Gammelbrot. Ich trau dem Frieden nicht. Essen. Nix. Wo war hier? Hier drin? Ja. Vitamine. Jawohl. Immer schön rein. Ich hör schon wieder was. Wo ist denn so? Zumba ist schon, wahrscheinlich schon wieder 93 Kilometer vor uns. Ja, wolltest du die noch ausnehmen wegen dem Fett? Ja, ne? Ich kann's nicht aufnehmen. Ja, ich nehm's dann auf. Pass nur eben auf, dass du hier, weil irgendwo krabbelt hier drum. Da vorne läufst du. Rumkrabbler. Da. Da. Hat keine Beine mehr. War bestimmt Zora. Ist der Frau wieder die Beine abgehackt, ja? Da. Nur Knochen, keine. Nur Knochen, keine Dings. Das ist doof. Nur Knochen. Nur Knochen. Nee, ich meinte mit Yucca zum Beispiel und Aloe stacken. Kuga. Ja, das können wir durchaus kurz vorher machen. Ja. Weil im Händler drin, das kann ich jetzt schon mal spoilern. Oh, ist ein Rucksack. Was drin? Ja, aber jetzt nicht so dramatisch wertvoll. Soll ich mitnehmen? Da ist noch eine Brille drin. Gibt Kohle. Oh. Money, money. Gibt alles Kohle. Das ist ein Bunny, falls noch einer einen Bunny töten muss. Kanickel! Ich muss das mit der Schrotze machen. Warum? Ja dann, hau rein. Weil Quest, wo ist es hin? Auf, ist die Straße runter. Oh. Oh, das wird aber hier. Ja, es ist ja das, was ich gedacht habe. Das schöne Gebiet. Also hier gibt's. Also außer hier am Hundetag auch noch zusätzlich Hunde. Ja, wir fühlen uns jetzt schon sehr wohl. Ah, das Bunny ist da hinten, ich sehe schon. Ja, du, das Bunny ist mir jetzt gerade erstmal aktuell ein bisschen egal. Oh, ich hab's in den ersten Köter gehört. Kuga, du gehst jetzt mitten durch, oder was? Ja, einfach laufen, ja, würde ich sagen. Da. Vorsicht! Alter Schwede, das geht ja gut los. Ich nehme jetzt auch die Knarre. Das geht ja echt gut los hier. Lass uns direkt einen Weg nehmen, glaube ich. Wo ist denn der Händler? Da hinten. Wir nehmen direkt einen Weg. Direkt drauf zu. Direkt drauf zu? Durch das Gebiet? Aber Vorsicht, hier gibt es auch Minen. Ja. Wieder, ne? Wo seid ihr denn jetzt? Ja, klar. Ich kenne dich jetzt auch. Jetzt bin super. Ich alleine hier. Nee, warte, ganz cool. Ganz ruhig bleiben. Ich lauf dir mal hinterher. Ich höre einen Hund. Hunde, die hinter dir. Hängt jetzt fest. Hinter dir, Zova. Drecksköter. Drecksköter. Noch ein Köter. Oh, scheiße, ich hab keine Muni.
immer noch nicht. Und da kommen die ganzen Zombies. Pass auf, hinter dir, Sugar. Oh, ich muss den Verband nehmen. Kann mir mal jemand den Zombie bitte abnehmen? Ich muss mich heilen. Ja, lauf. Ich hab ne. Wenn ich jetzt eine Mine erwische, bin ich tot. Ach, Honig. Perfekt. Ich hab mich nämlich gerade ein bisschen verseucht gehabt. Ja, verseucht bin ich. Vorsicht, Sova. Ich hab noch Verband gerade. Lass uns weiterlaufen, Ich hab keine Muni mehr. Ich sehe den Händler. Lass laufen, komm. Auf zum Händler. Oh, mein Freund, mach das Tor auf. Das ist eine Mine, Vorsicht. Hier links war eine Mine. Vorsicht. Ich lasse jetzt einfach alles liegen. Ich muss erstmal in ins Haus da rein. Alter Schwede, erstmal kurz durchatmen. Oh. Geil. Ja. Hi Zombies. Bye Zombies. Kuga, bist du hinter mir? Ja, wer? Nein, ob Kuga hinter mir ist. Ja, ja, alles gut. Ich schrei schon, wenn was ist. Gut, wo bist du? Ich sammle hier Nester, rote, gelbe Blumen und all sowas. Alter Schwede, hier ist ja, ne? Heidelbeeren hat er. Sollen wir mal auf den Rand und die Zombies töten? Damit Kuga hier gleich reinkommt. Wo war denn hier der Aufgang? Hier, hinten. Weil dann können wir die nämlich mal töten, damit der... Oh, du bist hingefallen. Tut mir leid. Ach, du bist hier schon gefordert. Okay. Okay. Wo ist denn der? Da vorne ist er. Ach so. Geht's hier lang? Okay. Ich denke mal nach oben. Hallo, Herr. Oh, nettes Häuschen hast du aber hier. Der hat sich so. Das muss ich auch sagen. Also das gefällt mir richtig gut hier. Also, ne? Hat er sich aber nettes Haus hier umgebaut. Ach, da unten ist er. Aber er ist ziemlich haarig, der Typ, ne? Also. Ich war noch nicht bei ihm. Wenn du zu lange da bist, dann schmeißt er dich raus. Ja, 22 Uhr schmeißt er dich raus. Oh, hi. Richtig. Oh, du bist dies aber. Hi. Make it snappy. I gotta take a crap. Ach scheiße, der hat keinen Verband. Oh, wo ist denn der? Da vorne. Ja, der hat keine Verbände. So. Also das Geld gebe ich ihm, ne? Einzeln verkaufen. Ja, jeden Schein einzeln. Warum das denn? Weil du da mehr Skill kriegst. Get the hell out of my store! It's for real customers! Das kann ein bisschen was dauern, Freunde. Also, ich denke mal... Oh, guck mal hier, das ganze Blueberry-Feld kann abgeerntet werden. Ja, kann man? Aber dafür braucht man Platz. Richtig. So ist es nämlich. Alles immer möglichst einzeln verkaufen, damit der Skill wächst. Okay. Nee, die noch Fleisch verkaufen? Nee, die esse ich. Die esse ich. So. Ballon, das bleibt hier. Das bleibt auch bei mir. Das bleibt bei mir. Das bleibt bei mir. Das bleibt bei mir. Das können wir gleich wegschmeißen. Ich hab doch genau gehört, dass hier einer was weggeworfen hat. Ja. Aloe Vera wirft er weg. Ich glaub's nicht. Ich töte dich. Die nehmen wir mit nach Hause, oder? Ja, ich hab die aufgesammelt schon. Aloe Vera und Yucca nehmen wir mit nach Hause, ne? So, ja. Das vergammelte Fleisch schläge ich ihm mal auf die Theke. Gut, mach mal. Sollen wir die Aufnahme vielleicht... Können wir. Vielleicht beenden, weil ich weiß nicht, ob die Leute daran interessiert sind, zu sehen, wie ich 580
Geldscheine Einzelverkauf. Nee, gut, dann machen wir jetzt kleinen Cut, kleinen Schnipsel. Sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch furchtbar gefallen. Richtig? Und wenn es euch gefallen hat, dann nicht vergessen, den Daumen nach oben natürlich, ne? Was in die Kommentare schreiben. Darüber würden wir uns mördermäßig freuen. Und nicht vergessen, wieder einzuschalten beim nächsten Mal. Chapter 3. Na, wir müssen auch wieder von hier nach Hause, ne? Ja. So, wo ist das gelingt? Bis dahin. Wie denn nächste Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschö.